Smarana, 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 Smarana. Ich könnte es den ganzen Tag singen. Gottes Nähe zu fühlen ist einfach schön und schön, dass du auch hier bist. Ich möchte heute ein bisschen Trost bringen für alle Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sind oder sogar in einer Wirtschaftskrise stecken, in einer privaten Krise stecken, denn ich weiß, durch die aktuelle C-Situation, wo so viele Geschäfte geschlossen sind, dass manche Menschen tatsächlich um ihre Existenz kämpfen müssen und auch, ja, einige dabei sind, die fast alles auf einmal verlieren könnten. Ich kann dies selbst sehr gut verstehen. Und warum das so ist, erfahrt ihr gleich im Video. Ja, warum das so ist, weil ich selbst auch mal in so einer Situation war und ich genau, wirklich ganz genau nachfühlen kann, wie es ist, wenn man plötzlich keine Möglichkeit mehr hat, Geld zu verdienen, wenn alles aufhört, wenn alles, was man getan hat, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und so diese Situation, in dieser Situation sind viele Menschen. Und an euch möchte ich dieses Video richten, euch ja ganz viel Hilfe und Kraft vermitteln und auch mit der anschließenden Meditation, mit der gechannelten Meditation extra für diese Menschen. Für euch, die ja gerade so sehr zu kämpfen habt. Ich erzähle euch einfach mal, was mir passiert ist. Ich habe es noch nie öffentlich erzählt und ich meine aber, es ist im Moment wirklich wichtig, Hoffnung zu machen und Kraft zu geben. Ich selbst war auch in so einer Situation. Und zwar hatte ich einmal eine sehr große Firma. Das waren an die 1000 Angestellte. Und das war auch in der Bekleidungsindustrie. Ich bin also von meinem Beruf her Diplom-Ingenieurin für Bekleidungsindustrie. Ich habe Modelle entworfen. Ich hab von A bis Z jedes Kleidungsstück kann ich dir machen, kann ich produzieren, kann ich entwerfen. Alles, was dazu gehört, das habe ich gelernt, habe ich studiert. Und das ist auch eine Sache, die, wenn man sie so hört, von außen sehr viel Freude machen kann. Und mir auch am Anfang echt wirklich sehr viel Freude gemacht hat. Es war eine sehr schöne Zeit, gerade wenn ich Modelle entworfen habe. Ich habe also Abendkleider gestylt. Und ich habe auch Babykleidung gemacht oder Badeanzüge oder Pelzmäntel. Also echt, ihr seht, die ganze Palette habe ich wirklich gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte meine Kreativität so richtig ausleben und konnte mir niemals vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Aber dann, manchmal kommt es anders, als man denkt, ja. Es gab ja mal diese Krise, das haben vielleicht ganz wenige Menschen noch in Erinnerung oder, ja, und zwar ist es so, dass mit den Einfuhren aus China auf einmal alle Preise kaputt waren. Das heißt, ich war nicht mehr konkurrenzfähig. Ich konnte meine Angestellten nicht mehr bezahlen, weil ich die Preise, die ich gebraucht habe, dafür von meinen Lieferanten
nicht bekommen habe und auch von den Kunden. Die wollten das nicht mehr bezahlen, weil sie ja die Billigware hatten. Und das hat mich in den Ruin getrieben. Ich habe also tatsächlich alles verloren, was ich hatte. Ich habe sogar noch Lebensversicherungen in die Firma einbezahlt, um überhaupt die Löhne bezahlen zu können. Also mein eigenes Geld da reingegeben. Hat aber alles nichts genützt, hat wirklich nichts genutzt. Ich habe letztendlich alles verloren. Und in dem Moment, wo man tatsächlich alles verloren hat, wo man dann dasteht und so sein, damals dachte ich, das ist mein Lebenswerk, das ich so betrachtet habe und dann gesehen habe, dass alles kaputt ist, dass nichts mehr da war, dass ich gar nichts mehr machen konnte, dass ich eher noch Schulden hatte, enorme Schulden dadurch, weil ja eben das Geld plötzlich nicht mehr da war. Und ja, ich weiß, dass es vielen Menschen im Moment auch so geht. Und ich kann euch sagen, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer, immer, immer einen Weg. Und wenn ihr in so einer Situation seid, dann versucht weiterzuschauen. Versucht die aktuelle Situation irgendwie zu regeln, dass ihr da rauskommt. Aber versucht weiterzuschauen und geht in das Gespräch mit eurer Seele, mit Gott. Geht in dieses Gespräch und dann wird sich was ergeben. Es klingt vielleicht jetzt einfach so dahergesagt, aber es wird sich was ergeben. Wenn ich an mich denke, ich wusste absolut nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, was mein Weg sein wird. Und dann ist mir eingefallen, dass es einen Zeitpunkt in meinem Leben gab, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich für das Berufliche und stelle die Spiritualität zurück. Ich habe das bewusst so mit mir ausgemacht. Ich habe gesagt, das mache ich später, das Spirituelle. Ich lasse das los. Ich mache jetzt erstmal Karriere. Und ich bin für meine Familie da, für die Kinder. Das war so meine Idee. Aber das war wohl nicht so ganz in der göttlichen Ordnung, wahrscheinlich. Und dann mussten diese krassen Dinge passieren, sodass ich tatsächlich wachgerüttelt wurde und gemerkt habe, oha, du hast ja mal auch ein Versprechen gegeben, dich um die Spiritualität wieder zu kümmern, die wieder in dein Leben reinzulassen. Und dann war das wohl jetzt dieser Zeitpunkt. Und seitdem habe ich dies getan. Ich habe mit Null angefangen, wirklich mit Null. Ich habe damals eine einzige Kundin gehabt, als ich dann gemerkt habe, um was es geht. Ne, dann habe ich mich also da in die Spiritualität hineinbegeben und hatte dann eine Kundin, die kam einmal in der Woche. Die war jetzt, diese Kundin, die wurde mir, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, wurde mir geschickt vom Universum, weil ich mit ihr noch Dinge aufarbeiten konnte, die mit meinem Ex zusammenhingen. Die hat so reagiert wie er, die war so wie er. Das war für mich ganz schlimm. Das habe ich aufgearbeitet und habe dann nach 6, 8 Wochen habe ich die Kundin weggeschickt, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mehr für sie arbeiten. So bin ich nicht mehr für sie da. Aber dennoch ist es weitergegangen. Ja, also man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Gebt ihr bitte die Hoffnung nicht auf. Guckt in euer Innerstes, was ist noch alles bei mir da? Worauf kann ich jetzt zugreifen? Was ist meine Kraft und Stärke? Und vertraut, die Fülle ist für alle da. Und jeder Mensch hat ein Recht auf Fülle. Die geistige Welt sagt ja auch, alles, was nicht von Liebe getragen ist, wird nicht halten. Und es ist einfach eine Zeit der Umstrukturierung. Die ganze Gesellschaft
wird anders sein. Dieses Zusammenleben, es ist ja schon anders. Es braucht eine neue Form. Und die gilt es zu finden. Die gilt es für jeden Einzelnen von sich zu finden und dadurch dann den neuen Weg auch zu finden. Und es ist alles möglich. Es ist tatsächlich alles möglich. Ich hatte mich damals wirklich vollkommen der geistigen Welt geöffnet und ich konnte irgendwie channeln. Das konnte ich schon immer. Ich hatte es bloß lange Zeit nicht gemacht und in dem Moment habe ich aber wieder gemacht und ehrlich, mich hat es fast vom Stuhl gehauen. Ich habe also gechannelt und dann habe ich so eine tiefe Stimme gehört, die hat gesagt, wir warten schon so lange auf dich, komme endlich zu uns. So in der Art. Und ich bin so erschrocken und ich habe gedacht, oh Gott. Aber das hat mir so einen Antrieb gegeben. Ich habe gesagt, okay, ich komme. Es hat mich so tief berührt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt kann man da so ein bisschen drüber lächeln vielleicht, aber es hat mich total im Innersten berührt. Dann bin ich diesen Weg gegangen und viele Leute, ja, die mich so kannten von früher, haben das überhaupt nicht verstanden. Mein Ex hat mir den Vogel gezeigt. Es war mir alles egal. Ich bin den Weg gegangen. Und ihr seht, wie weit man diesen Weg gehen kann. Ihr seht, was alles möglich ist in diesem Leben. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, in der Bekleidungsindustrie zu arbeiten. Unmöglich, weil ich ja den Weg in die Spiritualität lebe. Ich lebe das mein ganzes Leben, von früh bis spät, nachts, am Tag, immer. Diese enge Verbindung, die habe ich seit damals aufgebaut wieder, aktiviert und da bin ich, da stehe ich, so bin ich. Und das soll euch einfach, meine kleine Geschichte, Kraft geben und Hoffnung. Das kann für jeden Menschen so sein. Man muss es wollen, man muss schon auch aktiv sein. Ne? Ich hatte damals, um Kunden zu bekommen, damit ich gesehen werde, ich hatte ganz viel probiert. Ich habe Zettel an die Autoscheibenwischer, an die Windschutzscheibe zum Beispiel, so kleine Zettelchen reingemacht. Tausende hat sich kaum jemand gemeldet. Ich hatte Annoncen, ach, wen kannst du auch vergessen. Ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch alles gemacht. Ich habe wirklich, ach ja, genau, das eine, das hat mir gut geholfen. Und zwar war ich in einem spirituellen Portal im Internet und dort habe ich eine Gruppe gegründet, also nicht auf Facebook, das ist ja nicht spirituell, und habe dort meine ersten Kunden tatsächlich bekommen, aber ich saß stundenlang da und ich hatte wirklich 3000 Freunde dort und habe dort jedem Einzelnen geschrieben, jedem Einzelnen eine E-Mail geschickt und es hat Stunden gedauert. Tage und da sind Menschen dann auf mich zugekommen und da konnte ich dann, so bin ich ins Wirken gekommen. Das war eine wahnsinnige Arbeit und es war echt sehr schwer. Aber es geht. Diese Plattform gibt es nicht mehr. Die ist geschlossen worden vor 1-2 Jahren. Aber es gibt immer alles mögliche andere Dinge, die man tun kann. Man muss nur, sag ich mal, erfinderisch sein und seine Fantasie und Eingebung einfach folgen. Und dann kann man kann alles machen, ich bin überzeugt. Ja, ihr Lieben, dann freue ich mich jetzt auf die Botschaft der geistigen Welt zur Unterstützung für alle Menschen, egal wie krass jetzt die Situation ist, für alle Menschen, denn es gibt immer einen Weg. Ja, was nehme ich denn? Ich nehme mal Smarana. Mmm.
Es melden sich die Engel der Fürsorge und der Intuition. Oh, wie schön. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Channeling. Ich wünsche euch wunderschöne heilende Energien. Und freue mich selbst auch darauf. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um die Energie des Lichtes und der Liebe für uns alle. Und ich bitte um die reinsten göttlichen Energien für dieses Channeling. Nun verbinde ich mich mit meinem Kanal, mit der geistigen Welt, mit den Engeln der Intuition. Geliebtes Menschenkind, die Engel der Intuition sprechen heute zu dir. Und wir sind auserwählt worden, denn es befinden sich sehr viele Engelgruppen hier in diesem Raum. Sie haben sich versammelt, um dich zu unterstützen. So befinden sich hier die Engel der Gnade, die Engel der Weisheit, die Engel der Fürsorge, die Engel der Liebe, die Engel der Visionen, die Engel der Heilung. Und wir könnten diese Aufzählung ewig fortsetzen. Du sollst spüren, dass die Engel und die geistige Welt, dass wir alle heute hier sind, speziell für dich, um dich zu unterstützen und um dir klarzumachen, dass es immer einen besseren Weg gibt, dass es immer einen lichtvolleren Weg gibt. Und auch wenn es dir jetzt in diesem Moment vielleicht gar nicht möglich ist, diesen Weg zu erkennen, so liegt er doch bereits vor dir. Aus diesem Grunde werden wir, wenn du es möchtest, natürlich dir helfen, dich deinen Visionen zu öffnen. Doch bevor wir dies tun, werden wir dir eine weiche Decke der Fürsorge, der Liebe, der Güte und des Schutzes übergeben. Diese Decke, du kannst sie immer bei dir tragen und du kannst sie auch, wenn du schläfst, über dich legen. Denn in dieser Decke ist unsere Liebe und unser Licht eingewebt. Sie stellt die Verbindung her zu allen lichten Wesen, welche heute hier anwesend sind. Und es sind sehr viele. Wir möchten dir sagen, wir unterstützen dich so gut, so außerordentlich gut, wie wir es als Engel können. Und jetzt trösten wir dich erst einmal. So lasse dich von uns in die Arme nehmen und lasse dich streicheln. Spüre unsere Liebe, die allumfassend ist
und spüre auch, dass du diese Liebe selbst in dir trägst. So darf all das von dir abfließen. All das von dir abfließen, was dich gerade schwächt, was dich belastet, dir Angst macht, dir deine Hoffnung raubt. All das darf jetzt einfach gehen. Lass es los. Lass es fließen. Wir nehmen es in unsere Hände. Und wir tragen es einfach hinweg, lösen es in Licht und Liebe auf. Nun legen wir unsere Hand auf dein Herz, um dir zu zeigen, dass du nicht allein bist. Spüre unsere Fürsorge und entspanne dich. Lasse all das los, was dich belastet, und erkenne deine Kraft. Erkenne, dass du dein Leben bestimmst. Egal was geschieht, du wirst einen Weg finden, einen besseren Weg. Du wirst sehen, dass das Leben noch so viele wunderschöne Dinge für dich vorbereitet hat. Wir möchten dich unterstützen, neue Hoffnung zu bekommen. Und wir möchten dich unterstützen, wieder zu vertrauen. Zu vertrauen auf deine Seele, zu vertrauen auf Gott. Denn dieses Vertrauen macht dich stark und hilft dir, deinen neuen Weg zu finden. Ein Weg, welcher dich glücklich machen wird, welcher vielleicht am Anfang, weil er neu ist, schwierig erscheint. Aber du trägst alles in dir, um diesen neuen Weg zu gehen. Und nun legen wir unsere Hände auf deine Schultern, um dir zu zeigen, dass du stark bist. So fließt die Energie der Kraft in dich hinein. Sie baut dich auf und richtet dich auf. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule jetzt aufrichtet. Wie du aufrecht und dir deiner Kraft bewusst nun erstrahlst. Du trägst alles in dir. Alles, was du benötigst, ist schon lange in dir. Erkenne dies und du wirst weiterkommen. Du wirst sehr gut weiterkommen. Erkenne auch, dass du die Verantwortung für dein Leben nicht abgeben kannst. Denn sie ist nun mal deine. Niemand trägt für dich die Verantwortung. Nur du bist es. Und alles, was geschieht, auch wenn es im ersten Moment schwierig erscheint und schlimm erscheint, hat eine gute Seite, nämlich, dass du sie erkennen kannst, diese gute Seite.
und dich dadurch weiterentwickelst. Und nun legen wir unsere Hände in deine Hände und wir schauen dir in die Augen. In diesem Moment beginnt deine Seele zu leuchten und du erkennst deinen neuen Weg, du erkennst deine Kraft und vertraust in dem Wissen, dass alles, was geschieht, eine gute Seite hat und du dich nun dieser guten Seite öffnest. Nimm diese Decke für dich mit. Sie soll ein Geschenk sein. Sie soll dich immer daran erinnern, dass wir für dich da sind. Und so viele Engelgruppen waren heute hier. Und sie sind alle gekommen, um dir zu helfen, um dich zu unterstützen, um dir zu zeigen, dass du viel mehr bist als wie ein Mensch und dass du alles in dir trägst, dass du alles erreichen kannst, was du denkst. Dass die Kraft deiner Gedanken, deiner Worte, deiner Taten, das ist, wodurch du dein Leben bestimmst. Und so verneigen wir uns vor dir, voller Liebe und Freude, dass wir dich heute begleiten durften. Und so ziehen wir uns langsam wieder zurück. Und ich, Nirjana, ich bedanke mich so sehr bei den allen Lieben, bei den so vielen Engeln, die heute hier waren. Ich bedanke mich in Achtsamkeit und Freude, dass dies geschehen durfte. Und du kommst in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, streckst dich und guckst mal nach, wie deine Wirbelsäule sich anfühlt, wie sich dein Körper anfühlt, denn es wurde ja an dir gearbeitet. Ich bin gespannt, was er mir in die Texte schreibt. Es hat mir schon ein bisschen Mut gekostet, über dieses Thema zu sprechen, also über das, was ich erlebt habe, zu sprechen. Denn ich habe mich auch mal dafür geschämt. Aber das ist schon lange vorbei. Jetzt habe ich schon lange alles aufgearbeitet. Und jetzt bin ich stolz darauf, dass ich diesen Weg gegangen bin. Denn ohne diese Krise, die ich hatte, wäre ich nicht hier. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe und ich wünsche euch, dass es euch gut geht. Freue mich auch auf das nächste Mal. Ihr bekommt noch ein Küsschen. Bis dann. Tschüss.